Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind gerade hier unterwegs. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich vorhatte, warum wir hier unterwegs waren an der Bauernküste. Ist jetzt wieder ein paar Tage her. Ich habe einiges vergessen, außer dass wir jetzt diese geile Skarak Rüstung haben, also zumindest den Helm und die Handschuhe. Und die Stiefel, glaube ich, waren das jetzt. Set des Skaraks, genau, Skarak-Handschuhe, Skarak-Helm und Skarak-Schuhe. Fehlt uns eigentlich nur noch die Rüstung, also die Dings für den Torso. Weil wir haben da hinten eigentlich eine Aufgabe. Hier, der Bauernthron. Haben wir eine Aufgabe? Achso, das Ding ist leer. Und ja, erstmal muss ich wieder reinfinden, was habe ich hier eigentlich gemacht? Was ist jetzt eigentlich die Aufgabe? Und wo sind wir genau unterwegs? Oder wohin wollen wir? Genau, das ist der richtige Weg. Das ist die Straße. Und dass wir auch erst einmal ein paar andere Nebenaufgaben vielleicht mal weitermachen. Das mit der goldenen Sichel müssen wir auch noch weitermachen. Da haben wir jetzt auch lange nichts mehr gemacht. Müssen wir auch noch zu Ende machen. Okay, ist einfach nur so eine Plattform. Warte mal. Nee, hier haben wir kein Dings, oder? Wir haben da hinten das Wrack der Morgentau finden. 4 Sternchen. Wollten wir dahin? Hier haben wir ja nichts. Ah ja, und da hinten das Leuchtturm, was ein bisschen zu gefährlich für uns ist. Honigweinbrauerei. Bruna. Und Eselchen. So, ich frage mich jetzt aber, die Nerimesen, sind die hier jetzt auch irgendwie deutlich öfter unterwegs? Weil wir hatten jetzt auch, warte mal, können wir die Quest überhaupt machen vom Dings? Ein Tropfen in einem Meer, Jüsslan im Labor des Krankenhauses, Blut und Staub. Warte mal, die eine Vergessenheit, Gegenstände zu Koma bringen, ja, Spuren, die wir hinterlassen. In der Nähe der Quellwacht Niederlands Nisteln suchen, das müssen wir noch machen. In der Wüste Staubmadenstacheln sammeln. Ich soll für Mile Groschen fürs 3 Zutaten besorgen, die benötigt werden, um ein Gift nachzubrauen, das beim Angriff auf die Karawane verwendet wurde. Nur so können wir herausfinden, ob die Kileaner etwas damit zu tun haben. Aktivieren wir mal. Das ist für die goldene Sichel. Achso, das Kind singt. Ich dachte, hier weint jetzt jemand. Wo ist Quellwacht? Irgendwo hier war das doch, oder? Das wird mir sogar gezeigt. Und hier die Gegenstände. Ah ja, okay. Zu Kümmerl zurückbringen. Staubmadenstacheln sammeln. Und. Wir gehen noch mal kurz zurück. Ist ja alles hier in der Nähe. Es wird uns sogar angezeigt, wo wir suchen müssen.
Ich glaube, vielleicht war das auch das, was ich Ende der letzten Folge vorhatte. Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Was hatte ich vorgehabt? Aber jetzt gehen wir noch mal kurz zurück. Hallo, Bruna. Ach, das ist doch alles doof. Finde ich auch. Alles ist doof. Ich doof, du doof, Baum doof. Was stand da alles immer? Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese dieses Schäfchen oder sowas, die immer als Tassen oder als Taschen und so weiter gab? Als Etui? Schon 10 Jahre her oder sowas. Ich weiß nicht, ob die heute noch gibt. Aber alles ist doof. Stand da immer drauf mit diesen Schäfchen, schwarz-weiß. Hat mich daran ein bisschen erinnert. So, dann müssen wir jetzt hier wieder hoch. Ich find's super, dass ich das alles vergessen habe hier jetzt, wo wir hin wollten. Okay, Quellwacht ist ja hier. So. Okay, Familiengruft der Dal Marak. Schön, dass die hier alle noch rumliegen. So. Oh, ich liebe die Musik. Es gibt ja zu Enderal, Nerim und so weiter eigentlich auch Bücher, oder? Kann es sein, dass ich frage, weil ich da jetzt aktuell keine Ahnung habe, dann werde ich wahrscheinlich auch nach dem Aufnehmen selber auch nochmal kurz schauen. Oh, ich habe mich schon voll erschrocken. So, hier muss ich jetzt suchen, ne? Niederlandsnistel. Das sind die Dinger, die gelben. Dum, dum, dum. Okay, davon haben wir jetzt alles. Und dann hier in der Wüste Staubmanns starren. Staubmagenstacheln sammeln. Einfach hier weiter Richtung Süden. Ja, aber von Enderal, Nerim, Advent, ich weiß nicht, ob es dann da von den vorherigen Elder Scrolls Teilen auch noch so eine Mod gab. Ich glaube, ab Morrowind haben die angefangen, die Mods, also so als Total Conversion, das zu nutzen. Aber es gibt ja dazu halt Bücher und ich weiß jetzt halt nicht, sind die Bücher zuerst gewesen und man hat dann einfach die Creation Engine. War es bei Morrowind auch schon Creation Engine oder hatten die einen anderen Namen gehabt? Ich weiß es nicht. Aber hat man dann einfach nur für die Bücher die Engine genutzt, um das als Spiel umzusetzen? Und es ist eigentlich auf davor irgendwie entstanden, also Enderal, Nerim und so weiter, sind die. Hallo, Elch! Ich hau die gleich kaputt. Also, was ich eigentlich fragen wollte, ist: gab es die Bücher zuerst und man hat einfach nur die Engine von Skyrim und Oblivion, Morrowind genutzt, um die Bücher in ein Spiel zu verwandeln? Weil Creation Engine oder was jetzt kommt, Creation Engine 2 oder Creation Engine 2 ist vielleicht sowas schon raus. Na, mit Starfield müsste die Creation Engine 2 schon raus sein.
dass man das einfach genutzt hatte, um so ähnlich wie bei The Witcher die Büchervorlagen als Spiel umzusetzen. Oder ist die Enderal-Saga, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, hat es einen richtigen eigenständigen Namen oder heißen die einfach nur Enderal, Nerim, Arkwend? Denn ich kenne die halt nur so. Sind die durch Elder Scrolls irgendwie entstanden? So, ich habe mich da viel zu wenig befasst, deswegen ich wäre froh, wenn da vielleicht der ein oder andere mich ein bisschen erleuchten könnte. So, vielleicht labere ich hier auch einfach Müll. So, weil ich weiß es nicht. Ich habe mich da echt zu wenig befasst. Ich finde das Spiel mega, Enderal. Diese Mod. Und ich würde mich freuen, wenn Shure AI es das hinkriegen würde, vielleicht ein eigenes, richtiges Spieleentwicklerstudio zu werden oder so. Wenn... Da ist Ambrosia. Vorausgesetzt, sie wollen das auch. Denn ich würde da wirklich gerne mehr von denen sehen, auf jeden Fall. Nerim werden wir auch auf jeden Fall spielen. Arkwend auch. Da werde ich mir aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich habe auch noch genug andere Projekte momentan am Laufen. Risen muss ja auch noch bald angefangen werden. So, nachdem ich Arcadia nicht gestartet kriege. So, sind wir denn schon da? Wir müssen auf die andere Seite. Wenn der nächste Elder Scrolls, also Elder Scrolls 6, raus ist, wohin es dann im nächsten Teil der Enderal-Saga, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob die einen richtigen Namen haben, also einen oberen Titel, sag ich jetzt mal. Wie heißt das? So, das ist, Stadtmannstadt, da haben wir es, die gelben Dinger wieder. Spur der Hinterhältigkeit. Die hatten wir nicht mitgenommen. Zu Mael Groschenfürst zurückkehren. Machen wir. Will jetzt wissen, können wir so in die Stadt jetzt noch rein nach Ark oder ist da uns jetzt irgendwas im Weg? Die magische Barriere. Erinnert mich jetzt an Gothic 1, die magische Barriere um die Dings. Wo ist die Straße? Ist das hier die Straße? Ist das noch der Weg? Da ist auf jeden Fall eine Eispranke. Wie viele Eispranken haben wir mittlerweile? Müssten hier sein, ne? 478 Traglast. Finde ich krass. Okay, jetzt haben wir alle Zutaten beisammen. Irgendwie so Sammelaufgaben bin ich nie ein Fan von. So, sammle so und so viele Kräuter. Aber hier
hier ging das jetzt doch. Also, es hat sogar auch eigentlich einen richtigen Sinn gehabt, wenn man dieses Gift auch wirklich herstellen kann. Warte mal, da ist ja... Ist das ein Neremese? Sind das Neremese Schiffe? Ich speichere einmal, bevor wir da hingehen. Ich hoffe, da sind jetzt keine Neremesen. Es sind neremesische Schiffe mit Neremesen da, aber hier? Die Neremesen haben euch entdeckt. Moment mal. Die Hohen werden uns erheben. Ihr werdet... Hey! Warte mal, ich kann ihn nicht töten? Noch ein Götzenkranker. Okay, die übertreiben. Ich versuche mal hier durchzurennen. Alter. Okay, hier kommen wir... Wir kommen nicht weiter. Ich muss vielleicht... Außenrum. Ich kann keine der Neremesen da töten. Da sind so viele Schiffe von denen. Ist ein bisschen bitter. Aber ich will es jetzt irgendwie wissen, ob ich irgendwie doch rein kann. Einfach so. Gab es hier nicht noch irgendwo einen Weg? Hier, da ist er. Ja, müssen wir jetzt einen Umweg nehmen. Ich glaube, den Weg sind wir noch nie gegangen, kann das sein? Nee, den sind wir wirklich noch nie gegangen. Gehen wir mal. Mal gucken, was wir hier entdecken. Hirscher. Junger Schneewolf. Haben nur Gold. Oh, Alter, erschreck mich jetzt nicht. Okay, das ist der Weg. Oh.
Oder hier? Nochmal kurz speichern. Ja, aber hier waren wir bisher noch gar nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich habe noch ein bisschen was zu essen, wenn ich gleich erstmal wieder versteckt bin. Der Stuhl ist wieder runtergerutscht. Einen Moment. Eben kurz Leben aufladen und dann. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich hoffe, die finden mich jetzt erstmal noch nicht wieder. Mist. Alle erledigt. Ich glaube, ich esse noch mein Krustenbrot. So, die Pfeile nehme ich mit. Dass sie aber auch immer diese Runensachen haben. Ah ja, und vielleicht nochmal speichern. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie was Besonderes zu mitnehmen? Magiestromrobe. Silberstahlschwert. Groschenbeutel. Groschen. Elementarismus. Stahlharnisch. Stahlpfeile. Ich hätte mich jetzt auf so eine Skadak-Rüstung gefreut. So ein Set der Skadaks. Automatisch speichern. Gibt es einen Grund dafür? Warte mal. Ah, wir sind hier wieder bei den Mammuts. Hier sind wir wieder. Wir sind ja den Weg hier mal gegangen. Und dann hier so. Aber nicht den hier. Und jetzt haben wir das gemacht. Da gab es aber auch jetzt nur das da, glaube ich. Also, noch was anderes habe ich da jetzt nicht entdeckt. Aber ja, wir sind wieder hier. Und hier sind wir, glaube ich, wegen Säbelzahntiger mal wieder zurückgegangen. Von da. Also, wir sind bis dahin mal gekommen. Ganz am Anfang. Und dann sind wir wieder zurück. Und da schon arg. Neue Banditen? Jo.
Und die steckt in ihrer Animation wieder fest. Ich feier, dass das die immer wieder in ihrer Animation feststeckt. So, nochmal speichern. Und ich hatte gerade noch ganz kurz Schiss gehabt, so als die Zeitlupe wieder anfing, dass ich wieder in der Zeitlupe feststecke. Ich verstehe aber nicht, wie das kommt, dass ich in dieser Animation feststecke. Das war schon relativ häufig. In Skyrim hatte ich zum Beispiel diesen Bug noch nie gehabt. Weder auf der PS3 noch auf der Xbox One. Ich bin gespannt, ob bei mir das auf der PC-Version vorkommen wird. So, jetzt bin ich gespannt. Kann ich jetzt rein? Feld an der Mühle? Oder muss ich schon diese Teleport-Dinger nach Ark nutzen, die ich gefühlt nie eingesammelt habe oder verkauft habe? Okay, hier läuft noch die Wache rum. Madame. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Ich dachte, er kam jetzt extra auf mich zu. Aber okay, ich komme so noch rein. Ich komme nur nicht durch den Hafen da rein. Okay, rein und raus geht. Groschenfürst. Der muss im Zentrum sein. Madame? Auf dem Marktplatz. Hallo? Hallo. Hm? Hm? Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um nach Enderal zu kommen. Seit neuestem erhebt der Orden schon Wegelose und Unterstädter zu Hütern. Da erzähl mir mal jemand was von Tradition und Werte bewahren. Ach, halt's Maul. Ich bin Hüter. Bin ich Hüter? Ich bin doch Hüter, oder? Aber ich bin nicht wegelos. Madame? Madame? So. Goldene Sichel, Gildner. Okay, ich muss erstmal wahrscheinlich schlafen. So, 5 Stunden wird wohl reichen. Siebter der Hungertag. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Na los, geht weiter! Malfas zum Gruß. Such dir einen Trank, um... Ach so, ich kann einfach so rein.
Hallo. Dass hier keine Musik mehr ist. Ich kann nicht glauben, dass die Nerimesen es bis vor die Stadttore geschafft haben. Na sowas. Das ist doch mal ein erfreulicher Anblick. Was führt euch hierher? Ebenfalls die Aussicht auf ein Treffen mit dem angenehmsten Menschen der Welt? Ihr meint Mael Groschenfürst? Naja, sicher nicht den König von Altinta Aranat. Aber ja, nach 3 Tagen des Wartens lässt sich der große Groschenfürst endlich dazu herab, mich zu sehen. Ich schätze, ich sollte mich geehrt fühlen. Was führt euch hierher? Mehr Botengänge? Mehr Botengänge. Mein Beileid. Jedenfalls schön zu sehen, dass euch eure Reise auch in die wärmeren Gegenden Enderals führt. Ich vermisse die Strände und die Sonne Kilees, um ehrlich zu sein. Woher wisst ihr, dass ich im Osten war? Jeder hat seine Geheimnisse, schätze ich. Jetzt geht am besten rasch zu eurem Meister. Ich habe gehört, er mag es nicht, wenn seine Schäfchen ihn warten lassen. Schreitet wohl, Madame. Okay, ist er hier? Ne, oben. Noch weiter oben. Wo ging's nochmal noch weiter nach oben? Hier? Ne. Hier? Hier. Ich habe ihn aber auch schon sehr lange warten lassen. Hallo, Mael. Ja? Ich habe die Zutaten für das Gift. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Nachforschungen anstellen und mir etwas über diese Dijam erzählen lassen. Und so ungern ich das sage, mit allem, was ich über sie höre, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Kilianer wirklich hinter dem Angriff stecken. Das ist schlecht. Wie gehen wir nun weiter vor? Wie gesagt, noch ist es ein Verdacht. Zuerst müssen die Apothekarii das Gift nach... Verdammter heuchlerischer Mistkerl. Habt ihr denn gar keinen Respekt? Dasselbe könnte ich euch fragen. Was soll dieser Auftritt? Habe ich das eben richtig gehört, dass ihr uns allen Ernstes verdächtigt, etwas mit dem Massaker eurer Karawane zu tun zu haben? Das war nicht rein zufällig die Karawane, die den Skarabäus nach Ark bringen sollte, oder? Was ich glaube, ist, dass es eine Reihe eigenartiger Zufälle gibt, denen wir auf den Grund gehen. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr würdet dasselbe tun, wenn ihr in unserer Position wärt. Eigenartige Zufälle. Verstehe. Ebenso eigenartig wie die Tatsache, dass ihr rein zufällig vergessen habt, uns davon in Kenntnis zu setzen, dass ihr es zugelassen habt, dass der grüne Skarabäus irgendwelchen Banditen in die Hände fällt. Ihr werdet jetzt gehen. Der Zuckerinselbund wird erfahren, was ihr ihm unterstellt habt. Stellt euch darauf ein. Und ihr seid kein Deut besser. Elende Lügner, allesamt. Hä, was hab ich jetzt... Respektlose Närrin. Woher wusste Ornelis von der Sache? Meint ihr, sie hat gelauscht? Wie hoch schätzt ihr denn die Chancen ein, dass die Kilianer wirklich hinter dem Angriff stecken? Die Jam wirkte eben ziemlich aufgebracht. Getroffene Hunde bellen. Aber wie gesagt, wir brauchen Klarheit. Erst das Gift, dann sehen wir weiter. Und woher wusste Ornelis von der Sache? Meint ihr, sie hat was gelauscht? Das ist die einzige Erklärung, ja. Wie denkt ihr, dass der Zuckerinselbund reagieren wird? Mal sehen. Ich schätze, dass Ornelis einen Brief schreibt. Und der wird selbst mit einem Myradenkurier ein paar Tage unterwegs sein. Bis dahin haben wir diese Sache hoffentlich geklärt. Auf die eine oder auf die andere Weise. Hier ist euer Sold. Ihr werdet von mir hören, wenn es etwas Neues gibt. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das so teuer sein? Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass die jetzt die Jean sauer auf mich ist? Ich war doch eigentlich ehrlich zu ihr, oder nicht? Denn was von Groschenfürst da irgendwie die Unterbreitung war, so wie ich mich jetzt zurückerinnere, ist, dass er alle unter einem Kamm schert. Und ich war derjenige... Willkommen, willkommen! Wie kann und ich war derjenige, der versucht hatte, es von jedem Individuum einzeln zu betrachten.
Nur weil jetzt vielleicht einige Kileaner Mist Manche bauen? Schichten gehen einfach nie zu. Heißt das nicht, dass die Jam dort einen Mist gebaut hat oder dahinter steht? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Ich dachte schon, die hat ein schwarzes Auto dran. Ich wollte wissen, wo sie das her hat. Meine Meinung, William. Okay, dann, warte mal, haben wir was zum Verkaufen? Wir müssten eigentlich einiges zum Verkaufen. Sieht schon irgendwie cool aus. Ja, okay. Haben wir sonst noch irgendwie was? Ein Tropfen in einem Meer. Ich würde das hier vielleicht, eine vergessene Heimat, erstmal zurücklassen. Mit Rasha sprechen. Kommen wir überhaupt noch in die Unterstadt? Die Mythen nach, ich wollte jetzt wissen, was. Hm? Ich muss das in beim Video bearbeiten. Nachher. Selber mal durch. Ich will jetzt wissen, was die Arps mal waren. Da stand was über die Arps. Schreitet wohl! Grüße. Grüße. Bin ich neugierig. Das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns einen Besuch ab. Schaut gut hin. So sieht echte Arbeit aus. Ich will euch ja helfen, wenn ihr mir die Chance gebt. Ich finde das ein bisschen doof, dass die. Ich will denen helfen, dass es denen gut geht und, können ja auch größtenteils, gehe ich mal von aus, nichts dafür, dass die da unten leben und so. Ich denke wohl, sie ist Martyra höchstpersönlich. Wer ich? Ein gut gemeinter Rat. Achtet hier unten auf eure Taschen und meidet dunkle Orte, besonders die Glimmerstaubgasse. Wo ist denn die Glimmerstaubgasse? Warte mal, kann ich eigentlich mit dem Typen reden, wenn er eine eigene Tänzerin hat? Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Hallo, schöne Frau. Was wollt ihr? Mich begaffen? Nein, ich will eigentlich... Verschwindet. Verschwindet einfach. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Kann man hier irgendwie den Leuten helfen? Also... Arena-Platz. Beziehungsweise... Eigentlich große Probleme sind ja hier eher die... Ralata, oder? Weg mit euch! Ihr verjagt ihn doch! Wen verjage ich denn? Hört ihr das? Hört ihr, wie die Tiefe zu uns spricht? Es ist der schwarze Wächter. Der schwarze Wächter? Er ruft. Könnt ihr es denn nicht hören? Wart ihr schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig einen vor Moment, ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Ich bin sofort wieder da. So, sorry für die Unterbrechung. Ja, bei mir... Die denkt wohl, sie ist Vatyra höchstpersönlich. Man... Maddox für Schrei und allerlei. Hier waren wir eigentlich, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Wer ist denn eigentlich Maddox? Maddox Fischbezwinger? Fisch gefährlich? Was habt ihr mal angeboten? Guten Fisch erkennt man am Gestank. Was darf's sein, Sonnenkind? Gebratener Lachs, gegrillte Forelle,
gegrillte Volk. Die Riesenechse? Mythen und Legenden, die Riesenechse. Wo sind die Bücher? Den Triceratops finden und bezwingen. Band 4, der Berg in der Wüste, verfasst von Erzmagister Gawain Girato. In jüngster Zeit erzählen die Mütter aus Dünheim ihren Kindern vom Berg in der Wüste, um ihnen den Übermut auszutreiben, der die Wegestreue besonders in den jungen Jahren oft herausfordert. Wie viele Bänder gibt es denn von Mythen und Legenden? Ich muss die alle mal richtig bald wieder lesen. So, wo ist Madoc? Verdammte Ratten fressen einfach das letzte Stück Brot aus der Tasche. Gibt's hier keinen Madoc? Madocs Helfer? Madoc Fischbezwinger. Ach, er ist Madoc. Fischbezwinger ist sein Nachname. Okay. So. Wer bist du? Heimatloser. Boxer. Geht weiter. Dealoa Arantial ist zurückgekehrt. So. Weitergehen. Ja. Ich will nochmal kurz speichern und Rascha. Sieh mal einer an. Ihr kommt gerade zum rechten Zeitpunkt. Es gibt wieder einen Kampf, an dem ihr teilnehmen könnt. Interesse? Ja, wer ist mein Gegner? Gurhal Nan. Der ist schon eine Weile dabei. Ein ziemlicher Hühne in schwerer Rüstung mit ein paar, sagen wir, besonderen Techniken, die er wohl in Arasial gelernt hat. Ich will nicht lügen. Das wird eine harte Nuss. Aber ich denke trotzdem, ihr schafft das. Mhm. Gut, dann legen wir los. Freut mich doch zu hören. Gespeichert haben wir. Geht und wärmt euch auf. Der Kampf ist in ein paar Stunden. Mesdames und Messieurs, herzlich willkommen im Schlagloch. Ihr wisst, wer ich bin. Ich weiß, wer ihr seid und vor allem weiß ich, warum ihr heute hier seid. Weil ihr einen Kampf sehen wollt. Kann es sein, dass es hier mal blutiger wird? Etwas Besonderes bevor. Oder sollte ich sagen, etwas Ungestümes? Dieses Wort beschreibt das Biest, gegen das sich der bislang ungeschlagene Neuzugang behaupten muss. Mesdames und Messieurs, ich präsentiere euch Gurhal Nan, der Berserker aus den Steppen gegen die Todesviper. Und jetzt, genug der Worte, kämpft! Alter! Autsch! Okay, der ist heftig. Mist. Dankeschön. Also der hat schon was drauf. Wo ist mein Geld? Für ein Berserker. Nicht schlecht. Ich muss sagen, so langsam beginnt ihr wirklich mich zu beeindrucken. Ich hatte nicht gedacht, dass ihr den alten Gur überstehen würdet. Irgendwie schade um ihn. Aber gut, er kannte die Regeln. Hier ist euer Lohn. Kommt in 2 Tagen wieder. 2 Tage, okay. Bis zum Zeitpunkt der nächsten Kämpfe warten? Machen wir mal. Ein bisschen Geld dazu verdienen. Wohl, warte, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Rätsel. Kurz abwarten. Glaubt mir, die Waschlappen dort drüben haben doch nie ein Schwert in der Hand gehalten. Ihr solltet besser auf mich setzen.
Trommler, Prostituierte. Für wen tanzt sie da? Für den Becher. Heimatloser. Kann ich sie schubsen? Einer mit Schwert, einer boxt. Jede Wette, der Boxer gewinnt. Können die. Sterben die da unten auch in dem Kampf? Warum hat er kein Schwert? Na, da Rascha? Ist aber einer ja. Mit all dem Krempel hier herumzulaufen. Ich will wieder kämpfen. Ist alles bereit? Ah, ja, könnt ihr. Diesmal wird es, wie soll ich sagen, spannend. Der Ringmeister hatte die Idee, euch gegen Raga Schattensprung antreten zu lassen. Wer ist das? Eine Alchemistin. Wenn ihr einen Tipp wollt, lasst euch einfach nicht von ihrem zarten Äußeren beeindrucken. Ihr werdet schon sehen, warum. Warte mal, ich muss noch speichern. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit. So. Also, ihr kennt das Spiel. Wir rufen euch, wenn's losgeht. Alles klar. Mit Rascha sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind. Dies ist der vierte Kampf des mysteriösen Neulings, die sich die Todesviper nennt. Und wird es auch der letzte sein? Denn dieses Mal haben wir einen besonderen Gegner für sie in den Ring geschickt. Mesdames und Messieurs, wollt ihr Blut sehen? Dann los! Na, das lobe ich mir doch mal. Alter, was? Was für ein Treffer. Alter, okay, die ist heftig. Hab ich Heiltränke? Genesungstrank? Na, das lobe ich mir doch mal. Okay, der... Was? Alter, was? Feinleder? Okay, alles Feinleder. Glänzendes Schamanenamulett. Verlängert die Verbrennungsdauer von Wolfsblut um 45 Sekunden. Wirkt nur während der Strahlens gebraute Tränke. Spektrale Truhe. Öffnet eine magische Truhe mit einer Basiskapazität von 30 Punkten, die für jeden Punkt Mentalismus um 1 erhöht wird. Ich darf ja nichts klauen von denen. Alter, ich hatte jetzt gedacht gehabt, das war's. Ich speichere nochmal. Wir haben das überstanden. Ich habe jetzt keine Heiltränke mehr. Na, sieh mal, wer da kommt. Ich muss sagen, nicht schlecht. Ich hatte erwartet, dass ihr euch bei ihrem Trick in die Hose macht. Aber nein. Ihr seid wirklich gut, wisst ihr das? Ja, die Hose ist trotzdem braun jetzt. Vermutlich könntet ihr als Söldner da oben mehr verdienen als hier unten. Aber naja, hier ist euer Anteil. Ihr könnt es vermutlich nicht mehr hören, aber steht wieder ein Kampf an? Ich hatte gehofft, dass ihr das fragen würdet. Ja, tut es. Und es wird wieder spannend. Noch eine Gestaltwandlerin? Nein. Wenn ihr den Mumm dazu habt, werdet ihr heute Abend gegen das Monstrum antreten. Das Monstrum? Richtig. Der Stolz der Arena, könnte man sagen. Und das Gute an ihm? Wenn er stirbt, müssen wir ihm einfach nur ein gewisses Elixier geben und er ist wieder auf den Beinen. Ich will nicht lügen. Es wird ein harter Kampf. Und die Chancen stehen gut, dass ihr da nicht mehr lebend rauskommt. Aber wenn doch, sagen wir, es wird sich lohnen für alle Beteiligten. Ich denke, ihr kennt meine Antwort. Ich werde kämpfen. Ich muss mich erst noch vorbereiten. Ihr belebt diese Kreatur wieder? Was ist das? Sinistra?
So in der Art, ja. Aber halten wir uns nicht mit Einzelheiten auf. Okay, warte mal. Ich muss mich noch vorbereiten. Gut, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich will es mal riskieren. Wir speichern einmal. Was gibt's? Ich werde gegen das Monstrum kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann. Vielleicht muss ich noch Heiltränke kaufen, das Monstrum besiegen. Aber kann die Todesfieber auf dem Wesen trotzen, das den Boden dieser Grube schon seit Jahrzehnten mit Blut tränkt? Warum ist... Wir werden es sehen. Entfesselt das Monstrum. Was? Dann zeigt mal, was ihr könnt, Todesviper. Was? Aufgefallen. Wer ist das jetzt? Unbekannter? Das reicht. Reden wir woanders. So, hier ist es besser. Entschuldigt den Auftritt. Ich hoffe, ihr habt eine verdammt gute Erklärung gehört, sonst machen wir da weit, wo wir eben aufgehört. Was zum Geier sollte das? Wer seid ihr? Dazu wollte ich gerade kommen. Ich bin Tarael Narys, Stimme des Vaters. Ich beobachte euch jetzt schon eine ganze Weile, weil ich auf der Suche nach jemandem mit euren Fähigkeiten bin. Und eben in der Grube habt ihr meine letzten Zweifel beseitigt. Aha, dann sollte das eben ein Test sein, eine Probe? Stimme des Vaters? Dieser Akzent. Ihr seid Fremdländer, richtig? Ach je. Heißt das, ich muss euch jetzt erklären, was die Ralata ist? Ich weiß, wer ihr seid, eine Gruppe von Halsabschneidern, die die Menschen hier unten um den letzten Groschen bringt. Ihr seid eine Art Gilde und ihr habt hier unten das Sagen, richtig? Richtig. Die Ralata ist aber mehr als ein einfacher Verbrecherverein. Doch dazu kommen wir noch. Was eure ursprüngliche Frage angeht, die Stimmen sind der kämpfende Teil der Ralata. Ihr habt uns sicher schon hier unten patrouillieren sehen. Wir übernehmen alles, wofür es eine, ich nenne es mal, raue Hand braucht. Aha, und dann sollte das eben ein Test sein, eine Probe. Ja, und ich hasse unnötiges Gerede, also kommen wir gleich zum Punkt. Ich will euch anheuern, für eine Mission. Sehe ich aus wie eine... Wir sind Söldnerin. Na schön, erzählt mir von dieser Mission. Worum geht es? Eigentlich ist es simpel. Ich will, dass ihr mir helft, jemanden zu töten. Den Vater. Den Vater? Moment, das Oberhaupt der Ralata? Euren Anführer? Ihr Anführer. Nicht meiner. Als ich 6 Jahre alt war, hat die Ralata mich und ein Dutzend anderer Kinder entführt. Oder besser gesagt gekauft. Shagun, die alte Schlampe, die unser Waisenhaus verwaltet hat, hat uns an den Vater verhökert wie Vieh. Die Ralata hat euch entführt? Kinder? Uns und über die Jahre verteilt mindestens 50 weitere. Alle kamen aus der Einkehr, dem Waisenhaus. Und weil ihr fragen werdet, nein, ich weiß nicht, was sie nach der Entführung mit mir gemacht haben. Ich erinnere mich an nichts. Ihr seid in einem Waisenhaus groß geworden? Moment. Und ihr sagt, diese Waisenhausleiterin hat euch einfach verkauft? Warum? Warum? Wahrscheinlich, weil der Vater für jede Lieferung ihren Arsch bis zum Anschlag mit Groschen vollgestopft hat. Aber vor ein paar Jahren haben die Fleischmaden sie erwischt. Die Schlampe hat also ihre Gründe mit ins Grab genommen. Und ihr seid in einem Waisenhaus groß geworden? Ja. Warum sollte der Vater Kinder entführen? Tja, das ist die Frage. Anfangs dachte ich, es ging um Kinderhandel. Ihr wisst schon, kleine, zarte Knaben und Mädchen für die reichen Säcke der Oberstadt. Mittlerweile glaube ich aber, dass es bei der ganzen Sache um Wissenschaft ging. Experimente. Experimente? Ihr meint, die Rat hat an euch Versuche durchgeführt? Nur der Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ein falsches Bild von der Ralate habt. Sie sieht sich selbst nicht als Verband von Mördern, sondern als Glaubensgemeinschaft. Eine Sekte oder ein Kult, in anderen Worten. Die Erpressungen, das Schattengeld.
Damit finanzieren sie sich ihren Glauben. Und woran glauben sie? Daran, dass der Körper das Schlimmste ist, was dem Menschen je passiert ist. Eine Hülle, die es zu überwinden gilt. Aber wir kommen vom Thema ab. Wenn wir zusammenarbeiten werden, wird euch noch früh genug irgendjemand mit dieser Scheiße zuschwafeln. Verstehe. Aber ihr lebt. Das heißt, ihr konntet dem Vater irgendwie entfliehen? Flucht trifft es nur halb. Nachdem der Vater mit uns fertig war, hat er die Leichen hier unten entsorgen lassen. Das ist auch die erste Erinnerung, die ich an die Zeit nach der Nachtentführung wieder habe. In einem Haufen Kadaver aufzuwachen. Ich weiß es nicht genau, aber ich muss damals irgendwo zwischen 12 und 14 Wintern alt gewesen sein. Ein halbes Kind also. Die ersten Monde stand ich natürlich vollkommen neben mir. Dann, als ich wieder halbwegs klar denken konnte, habe ich in der Oberstadt Hilfe gesucht. Die Gardisten haben mir natürlich kein Wort geglaubt und mich wieder runtergeschickt. Und nun seid ihr eine Stimme der Ralata und wollt den Vater töten. Dann seid ihr eine Art Infiltrator? Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Das ist furchtbar. Was, ihr habt ihnen erzählt, dass die Ralata an Kindern experimentiert und sie haben nichts unternommen? Das ist eigentlich nicht verwunderlich. Die Wachen oben, die kümmern sich echt nicht. Und ich als Hüter, ich gehe immer davon aus, ich bin ein Hüter, kann da mal als erste Person was ändern. Nein, und es wundert mich auch nicht. Erstens haben ihnen sicher schon 100 heruntergekommene Jugendliche aus der Unterstadt ähnliche Schauergeschichten erzählt, um für ein paar Nächte ein warmes Bett und Essen zu bekommen. Und zweitens hat der Orden hier unten keine Macht. Und er will sie auch nicht. Die Ralata hat ihr das Sagen. Und so wird es auch bleiben. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Das ist echt furchtbar. Viele Dinge sind furchtbar. Trotzdem passieren sie. Okay, und nun seid ihr eine Stimme der Ralata und wollt den Vater töten. Dann seid ihr eine Art Infiltrator. Gut erkannt. Sagen wir es so. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich fluchen und jammern kann, so viel ich will. Und mir dennoch nie jemand helfen wird. Also habe ich mich entschieden, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe mir beigebracht, zu kämpfen und zu überleben. Und 4 Jahre später trat ich im Schlagloch das erste Mal in den Ring. Bis mich irgendwann eine der Stimmen entdeckt und mit dem Ralas vertraut gemacht hat. Der Ralas? Ihr Kodex, ihre heilige Schrift. Verfasst vom Vater. Ich habe zugesagt, mir die Haare geschoren und bin zum Sprössling geworden. Der unterste Rang innerhalb der Ralata. Wie lange ist das her, eure Aufnahme? Bald 8 Jahre. Und niemand hat euch wiedererkannt? Nein, wie gesagt, ich war noch ein Kind, als ich entsorgt wurde. Und ein Mann, als die Ralata mich initiierte. Also wollt ihr Rache? Rache. Ja. Ich will, dass dieses Monster dafür zahlt, was er mir und den anderen angetan hat. Und sicherstellen, dass er niemanden mehr töten wird. Nie mehr. Die Ralata glaubt an den Tag der Trennung. Es ist der Tag, an dem jeder Ralaim, der sich als würdig erwiesen hat, seinen Körper verlässt und als unsterbliches, immaterielles Wesen weiter existiert. Und sie glaubt auch, dass dieser Tag bevorsteht, weil der Vater einen Weg gefunden haben soll, die Trennung an sich und seinen Jüngern zu vollziehen. In den nächsten Wochen wird er zu einer Expedition ins Nordwindgebirge aufbrechen. Es ist eine extrem gefährliche Expedition. Und deshalb wird der Vater ein knappes Dutzend Söldner zum Schutz anheuern. Ihr werdet einer davon sein. Und zusammen werden wir den Vater töten. Ich kann nicht mehr. Rhetorik, und ihr vertraut mir das mal eben so an, nur weil ihr mich habt kämpfen sehen? Ich brauche jemanden, der weiß, wie man tötet. Und zwar besser als der durchschnittliche Halsabschneider hier unten. Und ihr scheint genau dieser jemand zu sein. Außerdem, ach, einerlei. Wie gesagt, ihr könnt kämpfen. Das genügt. Okay, was hindert mich daran, der Ralata zu erzählen, dass ihr ein Infiltrator seid? Kann ich etwas Bedenkzeit haben? Was ist das für eine Expedition? Die Ralata hat über die letzten 2 Jahre einen Tempel freigelegt, der angeblich jahrhundertelang im Gletscher verborgen war. Laut dem Vater befindet sich dort der Schlüssel, mit dem sich der Tag der Trennung herbeiführen lässt. Mehr weiß ich auch nicht. Zumindest noch nicht. Wir sind Söldner. Klingt verdammt riskant. Was springt für mich dabei rum? Ich kann euch im Voraus 400 Groschen zahlen. Und sobald der Vater tot ist, 800. Von den ganzen Reichtümern, die wir in dem Tempel oder in den Schatzkammern des Vaters finden werden, ganz zu schweigen. Es wird sich also lohnen. Das könnt ihr mir glauben. Das will ich irgendwie nicht riskieren. Also,
Wie würdet ihr den Vater dazu bewegen, ausgerechnet mich anzuheuern? Indem ihr etwas Ungewöhnliches leistet. Wie ihr euch denken könnt, hat die Ralate ihren Zirkel an Halsabschneidern und Söldnern, wenn sie mal welche benötigen. Aber wenn wir etwas tun, was den Vater, oder besser gesagt seinen ersten Seher beeindruckt, könnte ihn das überzeugen, euch für die Mission anzuheuern. Ich weiß, wie ungewiss das klingt, aber es ist die einzige Chance, die wir haben. Also, was ist? Ja oder nein? Kein Interesse? Nee, die Sache klingt interessant, ich bin dabei. Ja, ich werde euch helfen, wenn das stimmt, was ihr sagt, muss der Vater sterben, das ist das Richtige. Der entführt Kinder und entledigt sich dessen Leichen. Also ist es das Richtige, wenn wir den ausschalten? Das Richtige. Ja, das ist es. Dann trefft mich in 2 Stunden auf dem Arenaplatz am Klagebaum. Ich habe einen Plan. Ah, und hier. Damit könnt ihr schneller hierher zurück, falls ihr vor unserem Treffen noch einmal an die Oberfläche müsst. Wir sehen uns. Beendet Blut und Staub. Kalians letztes Lächeln. Tarael am Arenaplatz. Tarael heißt er. Okay, aber das war jetzt überraschend. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass der hier auftaucht. Tarael. Weitergehen. Ralain. Wo ist Arenaplatz noch? Arenaplatz, da lang. Ne, Barackenplatz, hä? Wo geht's zur Arena? Pechkugel. Es sagt die Richtung, aber... Egal, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!